Nach Sommerhaus, die Büchners genießen ihre Familienauszeit. Die Entscheidung war eindeutig, Jens, 48, und Daniela Büchner, 40, mussten in der vergangenen Woche ihre Koffer packen und das Sommerhaus der Stars verlassen. Mit 5 von 7 Stimmen wurde das Paar aus der TV-Sendung gewählt und ist somit das zweite Duo, das die Show frühzeitig verlassen musste. Im ersten Moment war mal Jens ganz und gar nicht begeistert, inzwischen scheint er sich jedoch mit der Niederlage abgefunden zu haben. Schließlich ging es mit seiner Liebsten und den gemeinsamen Zwillingen danach erstmal in den Miniurlaub. So schön, schrieb der Familienvater unter ein aktuelles Foto auf Instagram. Darauf ist er mit Ehefrau Daniela und den Kindern und am Strand zu sehen. Während sich Mama im Wasser abkühlt, bauen die übrigen 3 Büchners zusammen eine Sandburg. Es scheint also so, als hätte sich der 48-Jährige nach dem Showaus wieder beruhigt und würde die Zeit mit seiner Familie genießen. Doch nicht immer ging es bei den Büchners derart idyllisch zu. So gab es zwischen Dani und Jens während der Show auch einige Streitereien, doch über eine Trennung A mit Gravislav Bedwarsheim, 67, und Bobby Anne Barker, 48, hätten sie nie nachgedacht. Wir sind ganz weit von einem Liebesaus entfernt. Wir haben viel zu tun und alles ist gut, verriet Jens vor kurzem dem Online-Portal Cooksey.